Hallo, ich bin Andreas Voss, Gründungscoach an der Freien Universität Berlin und der Charité. Ich begleite das Gründungsprojekt von Solveig und Martin. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was bisher geschah. Solveig und Martin wollen gründen und haben sich bei Profund an der FU beraten lassen. Ihr Ziel ist es, durch die Berliner Sparkasse finanziert zu werden. Hierzu haben sie einen Businessplan angefertigt. Bei der Finanzplanung waren sie sich unsicher. Ich und Till von der Berliner Sparkasse konnten ihre offenen Fragen aber beantworten und schließlich haben Solveig und Martin ihren Businessplan an die Berliner Sparkasse geschickt. Nun werden sie zum Bankgespräch eingeladen. Sag mal Till, du kennst das doch auch, dass die Gründer immer so ein bisschen Angst haben vor dem Bankgespräch. Ja, absolut. Dann lass uns doch einfach mal zeigen, wie so ein Bankgespräch abläuft und dass das alles gar nicht so schlimm ist, oder? Das ist eine gute Idee, Andreas. Also zunächst hole ich die Gründer vom Empfang ab und bringe sie in einen Besprechungsraum. Anschließend stelle ich mich und meine Abteilung kurz vor und dann haben die Gründer auch schon die Chance, sich und ihr Vorhaben vorzustellen. Und das in circa 15 bis 20 Minuten. Wie sich die Gründer vorstellen, ist ganz ihnen überlassen. Manche haben eine Präsentation vorbereitet, die sie uns vorstellen. Andere wiederum stellen sich im persönlichen Gespräch vor und dementsprechend dann auch ihr Vorhaben. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass sie authentisch bleiben und ihre Argumente rüberbringen. Die Form ist uns dementsprechend ziemlich egal. Anschließend stelle ich dem Gründerteam noch einige Fragen zu bestimmten kritischen Punkten. Das kann beispielsweise die Finanzplanung, insbesondere die Rentabilitäts- und die Liquiditätsplanung betreffen, um zu überprüfen, ob die Gründerteams tatsächlich die Finanzplanung selber erstellt haben und in den Zahlen drin stecken. Mhm. Bei der Liquiditätsplanung ist das ja so, dass wir vielleicht an dieser Tabelle das mal schön veranschaulichen können, dass wir 3 Jahre durchplanen und dann einfach den Wert suchen, wo der niedrigste Kontostand ist, plus einen Pufferaufschlag und das ist dann quasi die Summe, mit der wir dann zur Berliner Sparkasse kommen, richtig? Genau, das ist eine Methode, wie man den Kapitalbedarf ermitteln kann. Mhm. Also wenn alle Fragen meinerseits geklärt sind, beginne ich damit, den Gründern die möglichen Förderprogramme vorzustellen. Wenn man als Existenzgründer ein Förderprogramm von einer Förderbank in Anspruch nehmen möchte, dann braucht man ein durchleitendes Institut, eine sogenannte Hausbank. Und diese Rolle übernimmt die Berliner Sparkasse. Es gibt unterschiedliche Förderprogramme. Ich erkläre einfach mal die zwei wesentlichen Förderprogramme. Das ist einerseits das KfW-Startgeld, das bis zu einem Finanzierungsvolumen von 100.000 Euro möglich ist. Dabei dürfen maximal 30.000 Euro Betriebsmittel sein, also Personalaufwand, Marketingaufwand und Miete beispielsweise. Die Laufzeit sind 5 bis 10 Jahre, wobei der Zinssatz zwischen 2,05 und 2,85% liegt. Ein weiteres öffentliches Förderdarlehen ist das sogenannte IBB Berlin-Start von der Investitionsbank Berlin, das bis zu einem Finanzierungsvolumen von 250.000 Euro geht. Laufzeit sind 6 bis 10 Jahre und die aktuellen Konditionen liegen momentan bei ca. 3,6%. Letztlich passt nicht jedes Förderdarlehen zu jedem Vorhaben und daher ist es unsere Aufgabe im Firmencenter Gründung und Nachfolge, die richtige Finanzierungsstruktur, das heißt das richtige Förderdarlehen für das Gründerteam herauszufinden. Wenn wir nochmal auf unser T-Konto gucken, dann sehen wir, dass der Fremdkapitalbedarf beispielsweise durch ein KfW-Startgeld gedeckt werden kann. Und das war im Grunde das Bankgespräch. Es dauert insgesamt ca. 90 Minuten. Am Ende des Bankgesprächs gebe ich den Gründern und Gründerinnen noch ein paar Informationen über das weitere Vorgehen und anschließend besprechen wir nochmal, welche restlichen Unterlagen noch einzureichen sind. Das kann beispielsweise ein Lebenslauf sein, Qualifikationsnachweise oder eine Einkommensteuerbescheide. So, und anschließend folgt dann der Prüfungsprozess. Wir im Firmencenter Gründung und Nachfolge und unser Backoffice, also die Kreditabteilung, müssen zustimmen. Aber habt da keine Angst. Wir tragen ein positives Gefühl in die Kreditabteilung, wenn wir einfach überzeugt sind von dem Gründungsvorhaben. Mhm. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Die Gründer haben ja genau diesen Prüfungsprozess gar nicht so richtig im Auge und ich glaube, der ist ein bisschen angstbehaftet. Erzähl uns doch mal, was da genau passiert. Also zunächst mal bekomme ich ja den Businessplan und die Finanzplanung, lese mich ein, mache mir sozusagen ein Bild vom Gründerteam und vom Gründungsvorhaben. Wenn ich davon überzeugt bin, lade ich die Gründer zum Bankgespräch ein. Den Prozess haben wir eben kennengelernt, wie ein Bankgespräch abläuft. Anschließend, wenn mich da die Gründer persönlich auch noch überzeugt haben,
gebe ich einen Arbeitsauftrag in die Kreditabteilung und bitte die Kreditabteilung um Prüfung. Nachdem die Kreditabteilung geprüft hat und ein positives Votum abgegeben hat, unterstütze ich die Gründer bei der Antragstellung beim öffentlichen Förderinstitut. Und anschließend schicken wir sozusagen den Antrag der Gründer zum öffentlichen Förderinstitut, die dann auch nochmal in die Prüfung gehen. Manchmal kommt es da noch zu einem persönlichen Gespräch mit den Gründern, das hängt aber von dem Förderinstitut ab. Mhm. Anschließend, wenn es die Zusage vom öffentlichen Förderinstitut gibt, müssen nur noch ein paar Auflagen erfüllt werden. Das kann zum Beispiel Eigenkapitalnachweis sein, das kann die Eröffnung eines Geschäftsgirokontos sein oder der Abschluss einer Risikolebensversicherung. So, und am Ende des Prozesses steht dann nur noch die Auszahlung des Förderdarlehens. Anschließend müssen ausschließlich die Investitionen nachgewiesen werden. Und dann können die Gründer mit ihrem Gründungsvorhaben beginnen. Ja, vielen Dank, Till, dass du uns mal mitgenommen hast auf die Reise durch so ein Bankgespräch und uns gezeigt hast, wie das hier so läuft. Und wie wir gesehen haben, ist ja alles auch gar nicht so richtig schlimm. Genau. Die Gründerteams, die bei uns eingeladen werden, haben nämlich das Schlimmste schon hinter sich. Sie haben eine gute Finanzplanung geschrieben und sie haben einen guten Businessplan geschrieben. Jetzt haben sie im persönlichen Bankgespräch einfach nochmal die Möglichkeit, persönlich zu überzeugen und uns sozusagen nochmal ihr Vorhaben und ihre Persönlichkeit darzustellen. Und dann sollte einer Finanzierung nichts mehr im Wege stehen. Also, liebe Gründerinnen und Gründer, wie ihr seht, liegt es jetzt an euch. Schreibt euren Businessplan und dann ab zur Berliner Sparkasse.